Hallo, 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 weiter geht's mit The Innerworld. Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange nicht mehr gespielt, deswegen gucken wir mal, was hier so abgeht. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben mit die Schrofline geredet, denn sie ist ja so tödlich, wie jeder weiß. Und wir müssen, glaube ich, mit Schrofline, beziehungsweise Schrofeline, so muss man das Ganze aussprechen, Entschuldigung, müssen wir ja irgendwie von diesen Steinen runterbekommen. Haben wir denn auch Möglichkeit, mit ihr zu reden? Entschuldigung, wir was? Wir haben schon komplett mit ihr fertig geredet. Ich kann mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. Das ist mindestens schon über eine Woche her. Tut mir wirklich leid. Ich versuche es. Okay, wir müssen sie von dem Körper runterbekommen, weil wir den Körper haben müssen. Dort ist ein Tor. Wir wissen nicht, was da abgeht. Dann haben wir hier Gift. Genau, sie ist komplett tödlich, wie jeder Schrof natürlich. Und wir haben über den männlichen Schrof geredet. Genau. Und sie haben sich beide gegenseitig die ganze Zeit angezickt. Ich muss ein bisschen jetzt so versuchen, hier wieder reinzukommen. Entschuldigung. Aber ich weiß gar nicht, was abgeht. So, dort ist der Stein, wo wir sie am besten drauf bekommen. Ein großer, schwerer Stein. Ja, ein großer, schwerer Stein. Die Frage ist natürlich, kann die Schrofeline hier drauf springen? Ich glaube nicht. Können wir den Stein irgendwie benutzen? Da komme ich mit meinen Fingern nicht drunter. Und außerdem ist er viel zu schwer. Kommst du mit den Fingern nicht drunter? Wie wäre es denn mit der Conroy-Handpuppe? Geht die überhaupt noch? Nachdem sie so verschmutzt ist, aufgegessen wurde, ausgespuckt, in Dornen rein, in Sand gewälzt und draufgekackt und draufgeschissen, geht die denn noch? Tja, jetzt sagst du nichts mehr. Scheinbar nicht mehr. Aber warum kommt der Sound hier raus? Irgendwie aus der Pforte. Egal. Können wir denn mit dem versteinerten Arm irgendwie runterhebeln? Guck mal, das ist ein Mittelfinger. ja. Oh, das geht. Der ist echt zu schwer. Ich schaffe das nicht allein. Das heißt nicht, dass ich schwach bin. Ganz im Gegenteil. Man braucht viel Stärke, um sowas zuzugeben. Laura wird mich trotzdem auslachen. Oh ja, da braucht man sehr viel Stärke. Was ist denn, wenn wir zusammen mit Laura das versuchen? Laura? Können wir das zusammen versuchen? Schaffst du das? Wo will er hinlaufen? Kannst du mit dem Arm den Oh, Stein Motorrad. hochstemmen? Ja, lass mal sehen. Ich hole mal eben aus meiner Tasche den Arm. Ach, sie macht das alleine. Keine Sorge. Wir reden einfach nicht drüber. Also ich mag es, wenn Männer stark genug sind, um Schwäche zu zeigen. Also die steht richtig auf den Robert. So, jetzt haben wir den hochgestemmt. Was machen wir nun? Können wir den jetzt irgendwie anstupsen oder gegentreten Wenn ich ihn oder... jetzt schubse, fällt er einfach wieder an seine Stelle. Stelle unterm Stein, können wir da irgendwas drunter legen? Wir haben auch nichts zum drunterlegen. Das kann ich nicht verwenden. Der ist ja auch nicht, das ist nur eine Stelle unterm Stein. Jetzt ist unter dem Stein Platz. Ja, und was legen wir jetzt unter? Wir haben hier noch eine Strickleiter. Was können wir mit der Strickleiter machen? Eine verrottete, halb verweste Strickleiter. Mal sehen, was passiert, wenn ich versuche hochzuklettern. Dann versuchen wir mal hochzuklettern. Wo ist sie denn jetzt hin, die Strickleine? Da ist sie. Alles, was ich berühre, geht kaputt. Ah, wir haben Sprossen. Oh, Entschuldigung, Hero Zero Musik. Sprossen, Sprossen, Sprossen mit den Sprossen. Natürlich können wir hier drunter legen. Was denn sonst? Oh, ich weiß wie. Wie bei den Ägyptern oder wie bei den Römern. Kennt ihr noch die alten Obelix, Asterix und Obelix-Teile? Da haben wir es auch gemacht. Ich verstehe. Ich verstehe. So, jetzt den Stein wegtreten. Jetzt haben wir Stein auf Rollen. Jawohl, die neueste Erfindung von mir. Stein auf Rollen. Jetzt in jedem Fachhandel. Jetzt gegentreten. Alles klar, Stein. Halt dich fest. Jetzt geht's los. Was steckt denn in deiner Nase? Du hast es geschafft, Robert. Habe ich gerade Roland gesagt? Robert natürlich. Robert, du hast es geschafft. Und mir fällt gerade auf, ich muss mal eben die Hintergrundmusik ausmachen. Tut mir leid, im Moment, einen kleinen Moment. So, wir haben es geschafft. Der Robert hat es geschafft, mit seiner unglaublich genialen Muskelkraft diesen Stein zu bewegen. Zu der Schrofeline. Und die Schrofeline, die muss natürlich jetzt irgendwie auf den Stein. Schafft sie es denn nun? Oder muss die junge Dame, die natürlich nicht diesen einen Zentimeter überwinden kann, noch hochgehoben werden, obwohl es nicht geht, weil sie komplett tödlich ist? Wir werden es sehen. Entschuldigung, wir... Was? Ja, was denn wohl? Da ist ein Stein. Kannst du auf den Stein draufgehen? Schau mal, Schrofeline. Wir haben dir einen Stein besorgt. Du kannst jetzt da runterkommen. Einen schöneren habt ihr nicht gefunden. Oh, ich werde dich... Du blöde... Laura, nicht. Lass mich das machen.
Schruffeline. Würdest du bitte den Stein wechseln? Klar, kein Problem. Danke. Siehst du, Laura, sie ist doch ganz nett. Robert, sie wird da nicht runterkommen. Ganz richtig. Aber warum denn nicht? Gib mir einen Grund. Gib mir einen Grund, weil ich dir sonst die Fresse poliere. Ein Schruff drohen ist nicht ganz so interessant. Betteln ist auch nicht gut. Wir haben mitbekommen, dass Schruffeline etwas auf uns steht. Deswegen werde ich die Flirt-Taktik nehmen. Ich glaube, flirten ist das Beste, weil man hat mitbekommen, dass sie auf uns steht. Und, wie geht's? Wie steht's? Oh, gut. Ich bräune mich nur ein wenig. Warum willst du denn braun werden? Ich finde, das Grün steht dir super. Wirklich? Wirklich. Ich hatte mal einen Kaktus, den ich sehr geliebt habe. Du erinnerst mich an ihn. Oh, danke. Weißt du, ich höre nicht oft Komplimente. Das glaube ich nicht. Ich schon. Oh, na du bist mir einer. Was willst du nur mit dieser Gewitterziege neben dir? Ach, Laura kann echt nett sein. Woher willst du das wissen? Sie ist eben sehr energisch. Ich bin nicht energisch. Ich bin ansteckend. Süße, ich finde, du bist echt nett. Nein, du bist echt nett. Nein, das ist echt widerlich. Wie Laura alles versaut. Die flirten nochmal. Komm, Laura, jetzt halt die Schnauze, du alte kleine Bitch. Meinst du könntest ein kleines Stück auf den Stein da hüpfen? Was bekomme ich denn dafür? Ein Küsschen. Gern? Weißt du, ich kann gerne was suchen, um mit dir zu tauschen. Sowas mache ich andauernd. Ein Kuss würde mir vollkommen ausreichen. Oh Gott, ist auch noch ein Kuss. Dann würde ich doch sterben. Oh, du bist so süß. Ja, man will sich am liebsten übergeben. Na fein, Süßer. Für dich hüpfe ich rüber. Okay, das war jetzt ein bisschen zu einfach, wenn ich ehrlich bin. Wir haben so viele Auswahlmöglichkeiten, es war einfach nur logisch, dass wir das mit dem Flirt machen. Egal. Die Schruffeline ist drüben, wir können den Korpus jetzt mitnehmen. Ich nehme einfach mal den ganzen Körper mit, warum auch nicht. Leicht. Muss ein hohler Asposa gewesen sein. Jetzt fühle ich mich schlecht. Oh ja, nach diesem Witz sollte man sich auch schlecht fühlen. Der ist tot, Mann, der wurde versteinert und kaputtgeschlagen. Aber vorher hat er noch den Mittelfinger gezeigt. Das würde ich sagen, ist ein cooler Tod. Können wir den Korpus jetzt hier draufsetzen? Ja, einfach mal Tasche holen, den ganzen Körper rauf das damit. Halten. Guck, was der für eine Nase hat. Der hat eine Flötennase. Sehe ich das richtig, dass er eine Flötennase hat? Arm dran. Ich baue mir einen Asposa. Mit Kleister. Was macht er denn da? Er spielt auf seiner Nasenflöte. Flötennase? Er hält das erste und letzte Nasenloch zu. Kannst du das auch? Ich meine, sogar die Statue kriegt es hin. Versuch es. Okay. Ah, mit den Tasten 1, 2, 3, 4 kannst du Töne spielen. Halte dazu eine oder mehrere Tasten gedrückt. Flöte öffnen, schließen. Weiterspielen. Er hat das erste und das letzte Loch. Das ist 3 und 1, 2, 3, 4. 1 und 4. Flötennase, deine Nase ist echt seltsam, aber gut seltsam. Auch beeindruckend seltsam? Eins zu viel, Flötennase. Ach Mensch, ich hätte aufhören sollen, als ich gerade vorne lag. Okay, das ist die Flötennase, die total was reißt. Scheinbar können wir jetzt immer hier rumflöten? Oh, wir können immer rumflöten. Ich flöte dir eine. Guck mal, oben leuchtet das Ding immer. Seht ihr das? Können wir alle vier auf einmal? Moment, eins, zwei, drei. Oh, ich. So. Okay, wir sind eine Flötennase, sehr schön. Flötennase wieder weg. Und wir haben die Tür geöffnet in die Ruinen. Was denn hier passiert? Das Phosphos ist zum Leben erwacht durch das Flöten meiner Nase oder vom Robert. Und was ist jetzt hiermit? Farbmorten. Damit kann man Stoffe einfärben. Damit ja, ihr blöder Staub bleibt einfach überall hängen. Okay, Stoffe einfärben. Kann ich die mitnehmen?
Hey, bleibt doch hier. Ich tue euch doch nichts. Dann halt nicht. Und hier sind noch diese Mauernsteine, die wir bestimmen. Kommen wir jetzt da hoch eigentlich? Der Mauerstein sieht locker aus. Ja, dann zieh ihn doch raus. Mein junger Freund, wo ist er denn da? Rausziehen. Mit bloßen Händen werde ich den Stein nie bewegen können. Dann nimm die Conroy-Handpuppe doch. Das ist ein Handschuh. Das war doch jetzt geraten, oder? Nein, das war gut. Was mit dem Ast? Den können wir auch noch anklicken. Mal gucken. Da ist ein Ast. Ja, schön. Den breche ich nicht ab. Ist ja blöd. Da oben war der Mauerrand. Hm, ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Bestimmt von innen. Von dieser Seite komme ich nicht auf die Mauer. Ich versuche irgendwie noch alles hier nachzuschauen, was es hier gibt. Wir können noch mit Laura reden. Da oben ist das Symbol. Hat das noch irgendwas zu bedeuten? Ja gut, dadurch haben wir das Ding ja geöffnet. Die Tür. Vielleicht hat Laura noch Informationen, die wir irgendwie brauchen, dadurch, dass jetzt das Tor offen ist. Hey, Laura! Das Versteinerte. Das hatten wir alle schon, oder? Natürlich hatten wir das schon. Hat Schruffeline noch Informationen? Unsere geliebte Schruffeline. Schau nur, die Pforte ist geöffnet. Heißt das, du verlässt mich jetzt? Schruffeline. Robert, kommst du jetzt? Es ist wegen ihr, oder? Schruffeline, das mit uns würde nie funktionieren. Ich meine, du bist ein Schruff und ich bin... Die Flötennase. Und das hier ist Alban. Habt ihr gerade gehört? Der erste Satz von Robert war einfach mit der Stimme von Laura. Sehr, sehr gut. So, gehen wir jetzt rein. Gehen wir rein. Komm, wir gehen rein. Komm. Komm, wir gehen hinein in die Ruine. Ich bin so gespannt, ob wir echt reingehen können. Wir gehen rein. Die Ruine. Hier hat mein Vater die Aufzeichnung gemacht. Siehst du da? Die Skizze aus dem Lichtspiel. Hm, ein Ring in einem Ring in einem Ring? Siehst du in einem Ring. Dort muss irgendwas versteckt sein. Aber was? Und wo? Aha! Oh! Was zur... Ihnen ist unser Wandgemälde aufgefallen? Es heißt Ringeding-Ding, was so viel bedeutet wie Unendlichkeit. Gemalt wurde es vor 200 Jahren von dem bedeutenden Maler Cavanossa Canusostri. Aber mein Vater hat es gezeichnet. Cavanossa Canusostri war Ihr Vater? Den Namen hast du dir doch gerade ausgedacht. Was stellt es dar? Also ich finde ja, es sieht aus wie die Ringe der Windkapelle. Aber ich bin kein Kunstkenner. Windkapelle? Und was ist das hier für ein Ort? Gut, dass Sie fragen. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Dynastie. Sie bekommen nun Ihre Gästeausweise und einen Weichkeks umsonst. Hm. Danke. Im Namen unseres Teams wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Der Keks war lecker und wirklich weich. Wir bitten auf, Ihr Gepäck selbst zu achten. Keine Fotos, keine Phosphors, kein lautes Atmen, nichts anfassen. Eltern haften für Ihre Kinder. Danke. Okay, also der Typ sieht sehr verrückt aus. Guck dir mal an, was er für Sachen macht. Wie er mit dem Auge zuckt. Der Typ ist komplett durch. Ich mag den. Wie heißt der? Habe ich nicht mitbekommen. Das ist Steve. Hallo Steve, wie geht's dir, mein junger Freund? Hier ist ein Schlüssel. Der Schlüssel zur Stadt. Hier ist der Stein, den wir bestimmt gleich reindrücken können. Aber bevor wir das machen, werde ich diesen Part beenden und würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.